Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Realms of the Haunting. Wir haben hier wieder das Tagebuch. Mal schauen, was es da jetzt zu erzählen gibt. Ich frage mich, ob Raphael der Gärtner ist, den Florentin in seinem Tagebuch erwähnt. Oder vielleicht einer der anderen? Raphael sagte, er sei der Letzte. Das bedeutet, dass es irgendwann früher einmal mehrere gegeben haben muss. Wenn das stimmt, muss er schon mindestens ebenso lange existieren wie Florentin. Vermutlich ist Raphael der Gärtner, den Florentin in seinem Tagebuch erwähnt. Steht da vielleicht sonst noch was drin, was diese Theorie bestätigen würde? Florentin schreibt, Belial habe ihm bei seiner Rückkehr vom Turm erzählt, dass die Gärtner zurückgekommen seien und für den Tod der Dämonen, die die Tore bewacht hatten, verantwortlich wären. Raphael hat also ein paar Freunde gehabt. Die eine Macht. Im Tagebuch steht etwas von der einen Macht. Ist damit Gott gemeint? Nein, ganz im Gegenteil. Florentin erwähnt in seinem Tagebuch die eine Macht im Zusammenhang mit einem Mitglied des Tempels, das verrückt wird und das er als eine Art Opfer zu benutzen droht. Sie haben also ihre Mitglieder geopfert. Das ist ja ein nettes Arbeitsverhältnis. Was hat das mit dem Tempel auf sich? Gibt das Tagebuch vielleicht Aufschluss darüber? Haben wir was übersehen? Es scheint sich um eine Art religiösen Orden zu handeln. Laut Tagebuch haben nicht nur Ministranten für Florentin gearbeitet. Hier steht etwas von Mächten, dunklen Mächten. Okay, das hatten wir tatsächlich, glaube ich, schon mal. Das dürfte es gleich wie bei dem anderen Tagebuch sein. Ich habe das Gefühl, dieses Buch wird einige... Ohne Zweifel. Seit wir hatten da oben, hatten wir das andere. Ich habe das Gefühl, dieses Buch wird einige offene Fragen beantworten. Ohne Zweifel. Aber lass es uns gründlich und systematisch durcharbeiten, okay? Ja, okay, das sind die genau. Okay, das ist gut. Gucken, wie viele Teile es davon noch gibt. Was war mit den anderen Büchern eigentlich? Ein Roman. Vielleicht gehört er... Er nicht. Nö. Naja. Schaden kann es nicht. So. Weiter geht's. Ihr seid erstmal platt. Das sieht es hier schon wieder deutlich moderner aus. Ein Flachbildschirm. Naja. Also flach ist der nicht. Gut, vielleicht für 97, aber... Bisschen Musik anmachen? Hier ist eine CD drin. Ich kann sonst keine entdecken. Okay, können wir scheinbar nicht nutzen. Was ist das denn in drei Teufelsnamen? Ein Blick in die Zukunft. Das ist die einzig mögliche Antwort darauf. Papiere und sowas. Nichts, was aufschlussreich wäre. Die Schublade ist abgeschlossen. Na, vielleicht kriegen wir es ja auf. Das sind ja wir. Ich habe gar keine Kameras gesehen. Meinst du, jemand wusste, dass wir kommen? Okay. Wir werden also von hier aus beobachtet. Ah, ich sollte wegen Symbolen nochmal gucken. Fällt mir gerade ein. Haben wir hier irgendwas? Zum Zerstören? Oh Gott, was zum Teufel? Was denn? Hier waren wir doch schon. Oder wird jetzt hier irgendwie gerade erst was getriggert? Genau, hier sind wir dann in der Küche. Okay, ich glaube, dann geht's jetzt mal nach unten.
Das Licht geht auch jedes Mal aus, wenn wir hier in der... Oder es scheint bis hier beleuchtet zu sein. Okay. So, ich hänge fest, ich hänge fest, ich hänge fest, ich hänge fest. Na, ich denke, dürfen wir relativ viel Platz zum Ausweichen haben. Sehr schön. Der Weinkeller, wie es scheint. Ah. Da ist irgendein Schließmechanismus eingebaut. Abgeschlossen. 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 Gut, kriegen wir mit dem Schlüssel nicht hin. Schauen wir mal weiter. Können wir mit den Fässern was anfangen? Ein Bierfass. Davon könnte ich jetzt auch eins vertragen. Natürlich. Dann sind ja genug da, bediene ich aber wohl. Wer weiß, wie lange die da schon stehen. Ein Bierfass. Davon könnte ich jetzt auch eins vertragen. Ja, scheinbar gibt es dann hier noch einen Nachschub. Befürchte ich fast. Aber sonst scheint die erstmal nichts Interessantes zu sein. Also abgesehen von der, aber... Ah. Ups, falsche Waffe. Hm. Hallo? Jemand. Ich fühle eine sehr konzentrierte Magie. Okay, da wäre ein neuerer Schlüssel. Dankeschön. Ein Schlüssel. Pflanzenmuster. Interessant. Haben wir... Ja, Licht. Dankeschön. Ja, kann ich glücklicherweise fast überall hier Licht machen. Das ist tatsächlich sehr angenehm. Hm. Schauen wir uns das mal an. Ich weiß nicht, aber hier könnte irgendwo ein Geheimgang sein. Ja, noch können wir halt hier nichts benutzen. Bis jetzt ist noch keine Geheimtür in Sicht. Von allen Orten, an denen wir bisher waren, ist es hier wohl am wahrscheinlichsten, eine zu finden. Die Frage ist nur wie. Nichts. Hier ist absolut nichts. War das jetzt nur für den Schlüssel? Ah, Heilung. Sehr gut. Na komm, dann nutzen wir die direkt mal. Jetzt wieder voll, aber wie gesagt, wir haben ja auch nicht mehr so unglaublich viel Heilung. Bist du irgendwas, wo wir mit mir interagieren können? Nein. Wieder nichts. Also langsam glaube ich, dass es hier wohl doch keine Tür gibt. Wieder nichts. Also langsam glaube ich, dass es hier wohl doch keine Tür gibt. Wieder nichts. Also langsam glaube ich, dass es hier wohl doch keine Tür gibt. Na gut, wir haben zumindest den Schlüssel. Das ist ja schon mal etwas wert, denke ich. Na du? Vor allem, wenn wir da großartig Schaden mitmachen.
Gefühl scheint das ja da irgendwie eng zu bleiben, ne? Gut, das wäre das. Die Frage ist, können wir jetzt mit dem Pflanzenschlüssel hier weiter? Können wir tatsächlich. Cool. Okay, einzelne Kerze. Macht das irgendwas aus? Das ist zumindest ansatzweise heller. Okay. Was ist das hier? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber was wir hier sehen, ist eine Illusion. Das ist alles nicht echt. Siehst du, wie er sich bewegt? Mhm. Was ist das hier? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber was wir hier sehen, ist eine Illusion. Das ist alles nicht echt. Siehst du, wie er sich bewegt? Können wir da runterspringen? Warte mal, da oben blinkt irgendwas. Was ist das hier? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber was wir hier sehen, ist eine Illusion. Das ist alles nicht echt. Siehst du, wie er sich bewegt? Nee, okay. Ja, ich glaube, dann haben wir hier erstmal alles. Fehlt jetzt noch was? Also abgesehen von dem Raum. Ich glaube nicht. Warum sind diese Fenster wohl zugemauert? Wer weiß. Dein Vater hätte das allerdings nicht gemacht. So viel steht fest. Es sei denn, er wollte etwas oder jemanden unbedingt aussperren. Seit wann kennt sie sich eigentlich jetzt so gut mit unserem Vater aus? Gut. Ich schätze, das war tatsächlich erstmal alles hier drin. Na toll. Guten Tag. Können wir gleich drüber springen? Jawohl. Autsch. So viel dazu. Dann du noch. Sehr schön. Ja, letzter Heiltrank. Aber lieber vollgeheilt durch die Gegend rennen. Wer weiß, was hier noch alles kommt. Haben wir irgendeine Münze gefunden, die wir da einschmeißen können? Eher nicht, ne?
Ja, da ist immer noch zu. Ah, das... Hier haben wir da... Ne, wir haben nicht... Sieh mal, hier in der Nische ist Wasser. Ich glaube nicht, dass das Regenwasser ist. Was? Du meinst, das ist heiliges Wasser? Wirkt es? Könnte sein. Das hängt davon ab, wie sehr du daran glaubst. Glaube ist der Schlüssel. Gut, ich glaube, hier haben wir das Monster erledigt und ich habe danach es nicht gelootet. Noch mehr looten, wie es aussieht. Okay, packen wir die Münzen mal hier rein. Und jetzt kommen wir hier rein. Okay. Gut, reichen ist wohl nicht. Verdammt. Okay, das ist einfach nur... Glaubst du, da sind wirklich Leute drin begraben? Es hat eine lange Tradition und ist möglicherweise schon so alt wie die Kirche. Mhm. Abgeschlossen. Da ist auch zu. Sankt Michael. Wie er einen Dämon aus dem Himmel vertreibt. Okay, jetzt haben wir 2-4. Ich hatte es damit geredet, dass er anfängt, sie zu kitzeln oder so. Scheinbar nicht. Eine Feder habe ich bei dem Buntglasfenster gefunden. Unsere Gegenwart hat wahrscheinlich irgendetwas in Gang gesetzt. Ich glaube, wir sollten diese Feder finden. Eine Feder habe ich bei dem Buntglasfenster gefunden. Unsere Gegenwart hat wahrscheinlich irgendetwas in Gang gesetzt. Ich glaube, wir sollten diese Feder finden. Okay. Ich schätze mal, das mit den Symbolen war tatsächlich nur in dem einen Haus, aber trotzdem, um sicher zu gehen. Dieses Kruzifix? Halt, halt, halt! Das ist kein Kruzifix, sondern ein Kreuz. Viele Leute machen diesen grundlegenden Fehler. Also was ist damit? Gar nichts, Schwester Trevisard. Kruzifix ja, glaube ich, wenn Jesus mit dran pappt? Ich weiß es nicht. Religion. Aha. Jemandes Notizbuch, handgeschrieben. Die Schrift ist kaum lesbar. Ist die andere Schrift normalerweise auch nicht, ehrlich gesagt. Geht doch. Also sogar hier die Standard-Schreibschrift da von Word damals. Wie viel ist denn das? Einiges, okay. Okay, das machen wir in der nächsten Folge tatsächlich. Wie eigentlich mal wegschmeißen? Hm. Aber ich glaube, sonst lohnt es sich auch nicht mehr großartig hier noch rumzurennen. Hier noch gucken, ob irgendwas Interessantes ist. Und wie gesagt, da jetzt die Folge hier schon wieder vorbei ist. Abgeschlossen. Die kriegen wir mit dem Schlüssel auf. Okay, da geht's dann aber auch weiter.
Dann würde ich sagen, lesen wir in der nächsten Folge mal die Notizsachen und dann schauen, was hier oben noch wartet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.